spannendes Rennen hier auf der Derbybahn in Mariendorf. 100 Meter sind es noch bis zur Startmarke. Und das fünfte Rennen des Tages ist in diesem Moment gestartet. An der Außenseite Complete Well ist gleich gut auf die Beine gekommen. An der Innenseite versucht auch Emma Peel sofort dagegen zu halten. Ganz an der Innenseite ist es dann Classic Dream. Das hier die ersten drei Kandidaten. Dahinter sehen wir Anderson Mo in vierter Position. Fünftes Pferd an der Außenseite ist dann Bonaparte. So geht es zum ersten Mal durch den Casino-Bogen hindurch. An der Spitze hat sich Complete Well mittlerweile durchgesetzt. Complete Well führt vor Emma Peel in zweiter Position. 10-4 war die erste Zwischenzeit. Dahinter sehen wir dann an dritter Position an der Innenseite Classic Dream. Außen versucht Bonaparte die Position ein wenig zu verbessern. Wo es die Zielgerade zum ersten Mal hinunter geht, Complete Well führt mit anderthalb Längen ungefähr vor Emma Peel. Dahinter Classic Dream an der Innenseite. Außen ist es Bonaparte. In zweiter Spur führt diese an. Anderson Mo hängt sich mit heran. An der Innenseite sehen wir dann Pastille SAS. Dahinter Passion Pura Barb und am Ende des Feldes Lotus Star. In der Schlussrunde sind die Kandidaten 14-9 war die nächste Zwischenzeit, wo es in den Trotto.de-Bogen mittlerweile hineingeht. Complete Well führt mit gut einer Länge vor außen Bonaparte, an der Innenseite Emma Peel, dahinter Anderson Mo vor Classic Dream in aktuell fünfter Position, an der Innenseite auf kürzestem Weg Pastille SAS, dahinter dann Lotus Star und Passion Pura Barb am Ende des Feldes. So sind Kandidaten mittlerweile in der Gegenseite angekommen und außen kommt ein wenig Druck von Bonaparte. Innen davon Complete Well, dahinter Emma Peel begleitet von Anderson Mo. 15-0 war die nächste Zwischenzeit, Mitte gegenüber. Dahinter Classic Dream orientierte sich nach außen, an der Innenseite Pastille SAS und dahinter ist dann Lotus Star um Anschluss bemüht. Ausgangs der Gegenseite geht es gleich weiter, knapp 600 Meter sind das nur noch. Complete Well an der Innenseite vor Bonaparte, das die ersten beiden. Dahinter ist es Anderson Mo in dritter Position, außen Classic Dream. Innen Emma Peel lässt sich anfassen, dahinter Lotus Star und an der Innenseite davon Pastille SAS. So geht es durch den Bogen hindurch. 11-2 war die nächste Zwischenzeit. Gleich geht es in den Einlauf. Außen ein gut gehender Bonaparte greift sofort Complete Well an diese beiden. Dahinter Anderson Mo und dahinter sehen wir dann Classic Dream in der Zielgeraden angekommen. Complete Well versucht sich zu wehren gegen die Attacke von außen Bonaparte, aber Stefan Schoonhoven sitzt da ganz ruhig im Sulki. Bonaparte an der Außenseite Complete Well versucht nochmal zurückzukommen an der Innenseite, aber Bonaparte und Stefan Schoonhoven, die gewinnen den ersten Lauf, Vorlauf zum Shooting Star Cup. Dahinter ist es Complete Well vor Anderson Mo. Dann springt die sich Lotus Star über die Linie. Dementsprechend ist Classic Dream viertes Pferd und Pastille SAS auf Platz 5.